Hallo und herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin Isabel von Ben und Bällchen und wir machen heute einen ganz leckeren französischen Butterkuchen. Die Zutaten findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wir legen jetzt einfach los. Auf die Idee, diesen Kuchen zu machen, hat mich die Laura von der Makrönchenmanufaktur gebracht. Und zwar hat sie für ihre Makrönchen ja so viel Eiweiß benutzt, aber das Eigelb, damit kann sie nichts anfangen. Aber es gibt einen ganz tollen französischen Butterkuchen, wo nur Eigelb reinkommt. Also habe ich mir dieses Rezept geschnappt, damit ihr auch dieses Eigelb dann nicht wegschmeißen müsst, sondern diesen tollen Kuchen macht. Also, ganz easy, ganz einfach, alles in die Maschine und mischen. Ganz viel Butter, ganz viel Zucker. So, das reicht schon, das muss gar nicht dolle aufschlagen. Dann kommen meine 6 Eigelbe rein. Und mein Mehl. Der Kuchen braucht übrigens kein Backpulver. So, jetzt könnt ihr noch ein bisschen eine Prise Salz dazu tun. Und los. So, jetzt schaut mal, wie das aussieht. Also es ist sehr fest, sehr feste Masse, aber das ist genau richtig. So, bevor ich das jetzt in meine Springform gebe, ich habe unten meine Springform mit Backpapier ausgekleidet, dann kann ich das später leichter entfernen und werde jetzt noch den Rand ein bisschen mit, hier habe ich Butter, werde ich das jetzt einfach noch ein bisschen einstreichen, damit der mir später nicht da dran klebt. Fast wie ein Teig. So. Und jetzt schön gleichmäßig verteilen. Nicht wundern, der ist sehr flach, muss so sein. So, ich werde jetzt noch ein bisschen mit dem Messer ein bisschen ein Kachelmuster rein schneiden, damit das Ganze dann hinterher ganz nett aussieht. Und damit das Ganze noch ein bisschen Farbe bekommt im Ofen, bestreiche ich das jetzt noch mit nochmal einem weiteren Eigelb und ein bisschen Sahne, damit man das besser verteilen kann. So, der ist jetzt fertig für den Ofen. Der kommt jetzt bei 190 Grad 25 bis 30 Minuten rein. Je nachdem, wie stark euer Ofen ist, müsst ihr ihn einfach mal im Auge behalten. Der Kuchen ist jetzt fertig. Er hat eine schöne Bräune bekommen durch das Ei, was wir vorher raufgestrichen haben. Und weil man mit dem Kuchen jetzt nicht wirklich einen Schönheitspreis gewinnt, packe ich da jetzt noch ein bisschen Puderzucker drauf. Weil Puderzucker reißt immer alles. So, hierzu könnt ihr jetzt einfach, also Sahne zum Beispiel essen oder Eis, Vanilleeis ist auch ganz lecker dazu. Oder vielleicht eine Karamellcreme. Das ist ganz euch überlassen. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schaut euch auch die anderen Videos an, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.